Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, normalerweise nehme ich tagsüber auf und muss im Halbdunkeln aufnehmen. Jetzt bin ich ausnahmsweise mal mitten in der Nacht und es ist strahlend hell und Sonnenschein. So verkehrt kann die Welt manchmal sein. Ich bin nicht mehr ganz fit heute, muss ich gestehen, weil eigentlich haben wir schon den nächsten Tag und in knapp... Ja, 10,5 Stunden sollte diese Folge eigentlich online gehen, da ich aber leider festgestellt habe, dass ich für die letzte Aufnahme etwas zu lange gebraucht habe. Muss ich das jetzt noch mitten in der Nacht erledigen, deswegen legen wir mal einfach los. Ich habe ja schon gesagt, dass wir die nächste Quest, das ist aber nicht die hier oben gewesen, oder? Dass wir die... heute machen wollen. Die Rettung der Reliquien. Das sollte aber rechts von mir sein. Doch, das müsste irgendwo hier in der Nähe sein. Das sind immer noch böse Gegner. Ach, hier steht er. Hab ihn gefunden. Tut mir nicht weh. Tut mir nicht weh. Bitte. Tut mir nichts. Alles gut. Bitte, Meisterin. Habt Mitleid mit diesem armen Schuft. Wovon redet ihr da? Ich bin der Reliquienhüter von Torinan. Ihr müsst mir helfen, die heiligen Schätze wegzubringen, damit sie nicht der Verderbnis zum Opfer fallen, die diesen Ort heimsucht. Warum könnt ihr euch nicht darum kümmern? Uralte Wächter bewachen diese Reliquien, aber sie wurden bereits von der dädrischen Berührung befleckt. Bitte, Meisterin, bringt ihr sie in Sicherheit? Sucht nach Kassetten, die auf den Altären in Torinan stehen. Aber passt bloß auf die Wächter auf. Ich werde die Reliquien holen, Nenaron. Moment, Nenaron, der Name kommt noch so bekannt vor. Seid auf der Hut, Reisende. Auch ihr könntet von der Verderbnis befallen werden. Sind ein paar Reliquien wirklich euer Leben wert? Diese Reliquien sind mein Leben, Reisende. Wenn sie verdorben und befleckt werden, dann ist mein Leben vorbei. Ich wünschte, ich könnte diesen feinen Zauber mitnehmen. Dann würde ich selbst losziehen, um sie zu holen. Die Schreine wurden geläutert. Sind die Reliquien denn jetzt nicht sicher? Oh nein, 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 nein. Diese Reliquien sind sehr empfindlich. Wie ich. Es könnte sie ruinieren, wenn wir einfach nur abwarten, bis die Verderbnis verflogen ist. Wir können doch nicht die Schätze der Göttlichen verrotten lassen. Dieser magische Kreis ist also nicht euer Werk? Nein, das war alles das Werk der Aldachin. Sie wollte nicht, dass ich starbe. Oder dass sie mich wie die anderen vereinnahmen. Was für eine nette Herrin. Auch wenn sie immer etwas schroff zu mir ist. Ja... Auch die netten Herren und Herrinnen, sage ich mal, die können auch mal ein bisschen schroff sein. Okay, Moment, die Frage ist jetzt... wo gehen wir am besten als erstes hin? Nee, das sind die nicht gewesen. Ich dachte gerade, das wären die. Das waren die aber nicht. Ah! Gequälter Geist. Ach, ich habe gerade gegrillter Geist gelesen. Oh, es ist eindeutig zu spät für mich. Ich merke das schon. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es ist auch heute tatsächlich nur eine Ausnahme. Nur ich wollte jetzt nicht nochmal eine Folge ausfallen lassen. So, hau ab, feiger Hund, du. Schon wieder ein Geist. Wie viele Geister kommen jetzt noch von euch? Hallo. Noch eine? Nicht. Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt hier einfach durchlaufen, weil wenn wir jetzt hier darauf warten tatsächlich, dass wir jetzt hier durchreiten und so gut wie möglich nicht rangehen und so, das wäre, glaube ich, Quatsch. Ich wollte nur einen Schritt zur Seite gehen, aber ist okay. Alter. Funke, alles okay bei dir? War doch nicht der Kleine da hinten, oder? Na, kommt noch einer? Ich weiß nicht, warum die ja da unten im Doppelpack aufgetreten sind. Höher. Das heißt, ich nehme mal an, dass das irgendwo da oben sein sollte. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Das wird hier so komisch angezeigt. Da hinten, glaube ich, oder? Nee. Ja, ich weiß, dass da nur ein Wurz ist.
Also hier bin ich nicht böse, wenn jetzt ein Geist erscheint, weil da war jetzt vorher noch keiner, aber hier kommt keiner. Na super. Ihr enttäuscht mich, Geister. Ihr enttäuscht mich wirklich. Okay. Dann hier. Jumpscare. Da ist er. War aber kein Jumpscare. Ist einfach nur blöd aufgetaucht, sag ich mal. Dann haben wir noch eins da irgendwo. Da. Das sind aber erst 5. Moment, da hinten. Ja, ich habe gerade keine Zeit zu spielen. Such dir jemand anderen. So. Hä? Ach, das war gar nicht hier. Ich dachte, das wäre hier direkt... Ah, hier ist es. Komm her, böser Geist. Oder lass es bleiben. Okay, irgendwo da vorne sehe ich noch einer. Hier liegen schon überall Tote. Waren das die Geister oder haben die sich jetzt geopfert, damit ich den Geistern jetzt nicht mehr begegnen muss? Ich glaube eher zweiteres. Wie komme ich denn hier durch? Moment. Einmal hier. Und ich hätte einfach nur zurückgehen können. Hä? War das nicht die, wo ich gerade dran war? Ein bisschen verwirrt gerade. Aber egal. So, und nu? Wo ist er? Da hinten irgendwo. Nee, hier oben drauf, oder? Ja. Moment. Ja, so einen großen... Nee, hier ist der Eingang. So einen großen Umweg wollte ich jetzt nicht laufen. Mal gucken. Habt ihr sie? Ja, hier sind sie. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss mich nur kurz sammeln und dann schaffe ich das alles von hier weg. Mögen die Göttlichen euch segnen. Ja, dich auch. Und wir halten eine göttliche, also passend, leichte Schärpe ohne Set. Ja, und ich bin entsprechend meiner Erwartung zwar auch ein bisschen enttäuscht, weil das so kurz war. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch ein zweites nehmen. Auge der Uralten. Ich denke, dass die wohl ein bisschen länger sein wird hier unten. Jetzt bin ich mir nicht so sicher. Was ist denn hier mit der... Ach nee, das Gewölbe hatten wir, aber da haben wir irgendwie die Dings nicht gemacht, sehe ich gerade. Ich möchte jetzt aber auch nicht nach 8 Minuten aufhören. Das ist mein Problem. Der abtrünnige Dolch. Das ist hier überall. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach hier oben zum abtrünnigen Dolch, weil ich vermute, weil das hier ein Dorf ist, dass das hier ein bisschen länger dauert. Dann sehen wir uns gleich am Zielort wieder. So, irgendwo hier soll der abtrünnige Dolch rumlaufen. Auch genannt Speer... Bitte, Speerin. Bei allen Sternen. Ende. Helft mir. Thuile oder so. Die Dolche. Sie sind hier. Sie sind uns nach Hause gefolgt. Ach so, jetzt verstehe ich das. Das Bündnis ist hier. Möge Auriel uns vergeben. Wir haben uns mit einer Offizierin des Bündnisses und ihrem Mann getroffen. Sie wollte überlaufen. Die verdammten Dolche haben Wind davon bekommen und uns den ganzen Weg von Kefrim bis hierher verfolgt. Wo sind sie jetzt? Sie ist auf einem Schiff unten in der Bucht. Ihr müsst sie finden, bevor sie hingerichtet wird. Wenn ihr sie habt, dann schafft sie hoch zum Leuchtturm. Dort werdet ihr den Rest meines Trupps finden. Ich werde sie da rausholen. Beeilt euch, Reisende. Meine Kameraden sind am Leuchtturm. Sie können nicht für immer standhalten. Und wer weiß, wann die Dolche sich entscheiden, die Ork zu töten. Die Überläuferin ist ein Ork? Sie ist dreifach gesegnet, das ist sie. Lakatska Grorimat befehligte eine Einheit in Glen Umbra und erfuhr die Heuchelei der Dolche am eigenen Leib. Sie und ihr Mann schafften es, in die Wildnis von Kefrim zu flüchten. Sie nahmen über einen Bandari-Krämer Kontakt zu uns auf. Vertraut ihr ihr?
Ich denke schon. Soweit man einem Ork eben trauen kann. Treue kennt sie jedenfalls genug. Sie hat sich geweigert, ihren Mann zurückzulassen. In diesem Punkt war nicht mit ihr zu verhandeln. Warum hat euer Trupp sie eingesammelt? Ihr erkennt wohl meine Abzeichen, nicht was? Wir sind die Krallen. Die Königin hat ihre Augen. Der Schlachtenvogt hat seine Krallen. Wir arbeiten mit einigen der anderen verdeckt operierenden Einheiten zusammen. Wir bieten dort starke Arme, wo welche gebraucht werden. Der Schlachtenvogt hat euch mit den Augen der Königin zusammenarbeiten lassen, um die Überläuferin einzusammeln? Ihr habt es. Beim Atem Aureels. Einige Male waren wir ihr einziger Schutz. Ich weiß nicht, ob noch Augen oben bei meinem Trupp sind. Hoffen wir es. Sie sind tapfer. Wenn sie sich nicht gerade hinter einem Busch verstecken. Warum musste ich da jetzt gerade an Rasunta denken? Okay, das war jetzt gemein. Aber der hat sich auch sehr oft hinter Büschen versteckt. Ja, auch gut, auch hinter anderen Sachen, ne? Ach, komm schon. Ne? Ist da jetzt einer von uns am Kämpfen oder nicht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das sind auf jeden Fall die Gegner hier vorne. So, wir müssen komplett durchreiten im Endeffekt bis vorne. Da gibt es auch nochmal der abtrünnige Dolch. Da müssen wir später hin. Und ein Spion der Augen. Ach, wahrscheinlich geht es dann damit weiter, nehme ich mal an. Mal schauen, mal schauen. Okay. Dann gucken wir erstmal, dass wir da bis zum Ende hinkommen. Das heißt dann aber, wir müssen hier durch, ne? Tut mir leid, bin ich da. Ignoriert mich einfach. Ihr habt mich nicht gesehen. Ihr habt mich gesehen, ihr Mistkerle. So nicht, Fräulein. So nicht. Funke, kommst du? So, unter Deck ist sie bestimmt, ne? Ich liebe es, auf anderen Schiffen zu sein. Man kann immer so schön Sachen einsammeln. In welche Richtung ist sie? Sie ist in der Richtung. Gerade keine Wachen da. Ich weiß ja nicht, ob gerade einer vor mir hier gewesen ist oder so. Wir sammeln trotzdem mal eben alles ein. Ich weiß, euch geht das so dermaßen auf die Nerven. Und es tut mir auch leid. Und dass das auch immer so lange dauert dann mit der Folge. Ich mache ja auch immer schon ganz schnell. Aber was soll ich denn tun? Ich spiele diesen Account sonst nicht. Den habe ich ja nur fürs Let's Play. Und wenn ich da irgendwas mal mitmachen möchte. Oder irgendwelche Dings mitmachen möchte hier. Events machen möchte. Dann habe ich nämlich nichts. Es tut mir leid. Nun. Wenn ihr hier seid, um mich zu töten, bringt es hinter euch. Ich bin des Wartens müde. Ich bin nicht hier, um euch zu töten. Ich bin hier, um euch zu befreien. Das wird aber auch Zeit. Stahl und Stein, ihr müsst mich hier rausholen. Ich muss zu meinem Morot. Ich nehme an, dass das ihr Mann ist. Ich weiß... ich wusste es. Ich weiß, dass ihr zu eurem Mann wollt, aber mir wurde aufgetragen, euch zum Leuchtturm zu bringen. Er ist dort. Gefangen mit dem Rest der Truppen von den Krallen. Er muss dort sein. Hör zu, die Dolche haben es gar nicht auf mich abgesehen. Sie sind hinter meinem Morot her. Seid ihr denn keine Offizierin? Ich bin nur eine einfache Offizierin. Ich bin es nicht wert, dass man mich über Ozeane hinweg verfolgt. Sie sind hinter meinem Mann Morot Marsch her. Morot war ein Berater von König Kurok Roosinium. Er wollte nur noch fort. Er wollte ein richtiges Leben. Also müssen wir wohl euren Morot holen und dann von hier verschwinden. Bis dahin werden sie alles vorbereitet haben, um den Leuchtturm zu bombardieren. Standardtaktik. Also schalten wir zuerst die Artillerie aus. Okay. Funke, du hast alles verstanden, hoffe ich. Dann mal los. Wo ist die Tür? Da. Verbrennt die... mal eben
schauen. Oh, das ist noch ein ganzes Stück weit weg. Da können wir mal wieder durch das lustige Gesocks hier durch. Ach, die sind gar nicht da. Okay. Na gut, können wir nicht durchreiten. Haben sich leider schon alle verflüchtigt. Moment. Ach, das ist doch hier oben. Ja, meine ich doch. Au. Toll. Ich will die angreifen und kann es nicht, weil ein Busch im Weg ist. Willst du mich denn veräppeln? Alter. Wieso kann ich das jetzt nicht brennen lassen? Hallo? Hallo? Bande ruchloser Wichte. Bleibt in Bewegung. Nein! Ach, du sollst nicht mit der reden? Du sollst das... Ach, jetzt. Mein Gott. So. Dann müssen wir da durch, denke ich mal, ne? Obwohl, wir haben links von uns auch noch eins. Ach so, direkt hier vorne. Ja, ist doch schön. Hallöchen, Überraschung. So nicht, Freundchen, so nicht. Im Laufschritt. Gibt hier keine Verstärkung. Solange wir 5 oder 6 von ihnen mitnehmen, bin ich glücklich. Ja. Immer so 3, denke ich mir mal, pro Ding hier, ne? So, okay. Dann müssen wir einmal geradeaus durch auf die andere Flussseite wieder. Genau. Ja. Also hier, denke ich mal, hoffe ich mal. Wird zumindest etwa so eingezeichnet. Oh, es tut mir leid, aber ich habe ein Buch hier liegen, was ich gerne hätte. Tut mir leid, aber du musst auch dran glauben. So. Wo kommst du denn jetzt her? Ich will doch nur dieses Niemand Buch lesen. Kann es mit uns Adlerjäger gegen das Dominion. Also ich würde es nicht lesen, aber ihr könnt es gerne lesen. Ich wollte doch nur das Buch haben. Mehr wollte ich doch gar nicht. So. Ja. Dann haben wir hier auch noch Gegenwehr. So. Hallo? Hallo? Kann man das mal verbrennen hier bitte? Dankeschön. Findet die Kaserne. Wieso kann ich jetzt wieder nicht reiten? Was für ein Kampf! Funkert schon wieder irgendeinen im Schlepptau hier. Och, dann äfft euch doch. Wieso kann ich jetzt schon wieder nicht reiten? Da geht's vorbei. So, die Frage ist jetzt nur... Das ist da hinten links, glaube ich, ne? Ich kann immer noch nicht reiten. Ich habe doch keinen einzigen, den ich irgendwie auf mich gezogen habe. Und Funke normalerweise auch nicht. Ja, ich meine, jetzt ist es was anderes. Ich weiß, aber... Vorher eben nicht. Ja, natürlich müssen da jetzt direkt welche vorstehen. Obwohl, ich glaube, das sind ja eh falsch. Moment. Sind wir jetzt hier rein oder nicht? Nee, höher. Hä? Nö, hier. Wieso stand er gerade höher? Bernardine ist hier. Ich kann ihn riechen. Ach so, weil er höher ist. Ich kann nicht fassen, dass diese Trollsöhne mich gefangen genommen haben. Ja, ich finde es auch immer besonders schlimm, wenn man den Gegner schon riechen kann. Also die sollten wenigstens mal baden gehen. Wo ist denn der? Tötet den Hauptba... Ach, guck mal! Da ist er! Die Verräterin zeigt ihr wahres Gesicht. Hat nur ein bisschen gebraucht, bis er nach hier angekommen ist. Lass das die letzte Lektion sein. Bleib Nein. in Bewegung. Alter. Ja doch, jetzt habe ich es eingesammelt. Kann ich euch noch etwas fragen? Macht schnell. Ich will mich nicht überrumpeln lassen. Warum habt ihr euch zum Überlaufen entschieden? Die Rotwardonen, die Bretonen. Sie haben meine Leute nur ins Bündnis gelassen, um sie als Sklaven zu missbrauchen. Wir ziehen immer als Erste ins Feld. Wir schultern ihre schweren Lasten. Und trotzdem lachen sie hinter unserem Rücken über uns. Ein Überlaufen kommt mir dann noch wie eine schwere Entscheidung vor. In meiner Jugend war ich bei Raubzügen gegen bretonische Siedlungen dabei. Ein Rotwardone hat meine Stammesmatrone niedergemetzelt, weil er sich durch sie grundlos beleidigt fühlte. Ich hege keine Zuneigung zu diesen Leuten oder zu diesem Bündnis, das sie eingegangen sind.
Vermisst ihr euer altes Kommando? Manche meiner Männer haben über meine Haut und meine Hauer hinweggesehen. Sie haben mich als Person behandelt. Die meisten haben mir aber nichts als Kummer gemacht, weil ich ein Ork, eine Frau und ihre Vorgesetzte war. Hat einer von ihnen versucht, euch aufzuhalten? Bei Maulaus Hauer, ja. Ich denke nicht gern daran zurück. Ich musste diesen Jungen erschlagen. Eine rot-wadonische Klinge, die ich selbst ausgebildet hatte seit... Ich möchte nicht darüber reden. Was ist mit eurem Mann? Morod war derjenige, der mich überredet hat, fortzugehen. Euer Mann war das? Ich habe euch doch erzählt, dass er einer der Berater des Ork-Königs war. Er hat das Unrecht an unseren Leuten auf höchster Ebene mit angesehen. Ich vertraue ihm mit ganzer Seele. Nun gut, eskortiert sie zum Leuchtturm. Jetzt ist nur noch die Frage, wo ist jetzt der Leuchtturm? Ist irgendwo da hinten durch, oder? Quasi die Straße runter. Jetzt komme ich hier nicht rüber, oder was? Göttliche, oh, die ich leide. Ja. Schauen wir mal. Alles gut, bin ich da. Erschreckt mich nicht so. Da. Ihr seid in Sicherheit. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Ihr habt eine Seele aus Stahl, mein Liebster. Möge er uns auf ewig vereinen. Erste Schmiede! Wir haben es geschafft! Gut gekämpft, oh Gott. Lakhatska. Gleichfalls, meine neue Freundin. Ohne euch wäre Morod in Ketten zurück nach Orsinium geschleift worden. Geht mit Mauloch und mögen eure Feinde stets rasch sterben. Ja, und wir haben einen leichten, belebenden Kopf vom Set Eleganz der Königin erhalten. Wer mit euch auf Abenteuer zieht, muss stets sein Bestes Verehrte geben. Gäste, ihr werdet ja ständig stärker. Himmelswacht. Durch ein Portal sollten wir im Handumdrehen dort sein. Darf ich auch mitkommen? Oh, anscheinend ja. Das ist cool. Aber wir haben leider noch eine Aufgabe hier, die wir noch erledigen müssen. Das heißt, wir haben ja noch so ein paar Aufgaben, die jetzt hier oben sind. Ich würde sagen, als nächstes machen wir tatsächlich einen Spion der Augen. Das rechtmäßige Erbe, glaube ich, ist wieder was ganz anderes. Ich bin mir nicht sicher, wie lange das Ganze geht, aber ich denke, dass das doch... Ich komme mal ein bisschen nach vorne, damit das hier nicht die ganze Zeit so... ich denke, dass das doch ein bisschen länger dauert, als ich es für diese Folge gerne hätte. Vor allen Dingen hätten wir dann drei in einer Folge, also drei Aufgaben. Das habe ich auch nicht so gerne. Deswegen verabschiede ich mich erstmal für heute. Und ja, ihr könnt euch dann in der nächsten Folge darauf freuen, dass wir hier die Ecke noch weiter questen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Da hat die ernsthaft das Portal weggemacht. Wie komme ich jetzt hier weg? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.